Jetzt aber, Halleluja. Lutsch mir die Eier. Unglaublich. Alle Spezialeinheiten eliminiert. Mit Ringflächen. Jetzt habe ich zwar keine mehr, aber ich habe noch Haftschocker und das ist richtig wichtig. Das ist richtig wichtig, genau. Das haut rein. Weiß nicht, was bei denen los ist, aber irgendwie sind die automatisch auf höchste Alarmbereitschaft gestellt. Also würde ich jetzt sagen, anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären von denen. Naja. Ah, ich speichere nochmal, das war ja echt kacke, das war ja... Halleluja, ihr Try and Error. Wie gesagt, ist mit die beschissenste Stelle im ganzen Spiel. Okay, das ist, die Mission ist fast zu Ende. Ich werde hier nochmal ein Sicherheitsstate laden, weil gleich geht's auf Zeit. Ich dachte mir doch. Das hat doch keinen Sinn, Sam. Du weißt ja nicht einmal, was du machen würdest, wenn du mich willst. Warum verfolgst du mich überhaupt? Oh Mann, Fischer! Shetland hat bei der Heizungsanlage Sprengladungen gelegt. Du musst sie schleunigst finden. Beeile dich! Ja, jetzt muss ich hier durchrennen, die Bombe finden. Da ist sie, oder? Da, das Sache. Das wird jetzt auch öfter so gehen. Mason und Lambert haben dich um den Finger gewickelt, Fischer. Du bist nur eine Waffe für sie. Ich glaube, die X-Ray irgendwo da unten. Ich sehe sie gerade nicht. Vielleicht wird die Zeit knapp, aber ich sehe sie nicht. Da! Ja, da drin! Super. Na, komm! Ah, jetzt kommt was, was so ein bisschen ärgerlich ist. So ein bisschen sehr ärgerlich. Und da werde ich jetzt nochmal ein Sicherheits-Safe-State anlegen, weil es ist wirklich... Da kommen jetzt zwei Elite-Einheiten wieder. Du hast dich selbst zum Instrument der Politik gemacht. Geh, lauf einfach weg. Aber ich weiß, wo die nächste Bombe ist. Das ist sehr gut sogar. Wie gesagt, die beschissenste Stelle. Da ist Shetland. Wer das sehen kann, da hinten läuft er. Ja, ich habe kaum mehr Leben. Das wird jetzt ein Eiertanz zählen. Du bist dicker als Wasser. Du und ich, wir haben gemeinsam einiges durchgemacht. Das ist richtig. Du kaufst deine Ehre an sie. Nein!
Ich bin so ein Verkacker, Leute, ey. Ohne Scheiß. Ohne Müll, das ist ja unglaublich. Das kann ja nicht sein, Alter, wie ich einfach mal die einfachsten Dinger verfehle. Aber komm, erleben, ich muss wieder einmal sitzen. Ach, das kann doch nicht sein, ich brauche meine Kackhaftschocker hier. Ich glaube, ich versuch's doch erstmal mit dem hier. Super. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Den letzten verschieße ich immer. So eine Scheiße. Boah, ich sag doch, ihr seht mich ausrasten. Unglaublich. Nee, jetzt, ey, Alter. Das muss... Da muss alles passen hier, kann nicht sein. Ich hätte sie ausschalten sollen, als ich noch die Gelegenheit dazu hätte. Hatte. Nein, verdammt! Scheiße, hätte ich nur mehr Leben, ey, Kacke! Und ich erschieße die nicht. Ich werde die nicht erschießen. Das sehe ich gar nicht ein. Jetzt, Halleluja. Jetzt ist hier alles egal. Die Leiter hoch und dann war's das. Dann ist diese Mission endlich vorbei. Und da ist er schon mit seiner Waffe. Und Sam entwaffnet ihn. Handgänge. Es muss nicht so enden, Sam. Nein. Aber es muss enden. Da sind wir uns also einig. Jetzt haben wir unser ganzes Leben lang ihre schmutzigen kleinen Kriege geführt. Und nun sieh uns an. Wir bedrohen uns gegenseitig. Mit einer Waffe. Nichts hat sich geändert, Fischer. Es wird sich nie etwas ändern. Wir müssen neu anfangen. Ganz von vorn. Ist das deine persönliche Chaos-Theorie? Wir stürzen die Welt in den Krieg, nur um zu sehen, wer siegt? So, und jetzt stopp. Ich kann gleich die Waffe wegstecken und halt versuchen zu überreden, dass er einfach von sich aus mitgeht und sich stellt, oder ich kann ihn erschießen. Ja. Ja, gleich sehen, was ich mache. Es wird eine bessere Welt. Dieser Krieg wird alles verändern, Sam. In anderen Kriegen geht es immer nur darum, die Dinge beim Alten zu lassen. Aber das funktioniert nicht mehr. Amerika ist krank, Sam. Politiker, Bürokraten, alle treiben sie ihre abgekarteten Spielchen. Das Land hängt an der Herz-Lungen-Maschine und ist doch schon lange tot. Die einzigen abgekarteten Spielchen in letzter Zeit gingen auf dein Konto. Du bist ein Mörder und Kriegsverbrecher. Sam, du nennst mich nur so, weil der Staat keine anderen Worte für einen Revolutionär hat. Du ja. Kennst die Wahrheit. Die Welt wurde von den kleinen Leuten erschaffen, nicht umgekehrt. Mut, Treue, diese Tugenden schenkt uns nicht die Welt. Wir schenken sie ihr und wir erschaffen sie dadurch. Ich weiß, dass du diesen Werten mehr vertraust als jede Regierung. Und ich weiß, dass du nie einen alten Freund erschießen würdest. Das ist leider richtig, deswegen stecken wir die Waffe weg. Und er versucht es trotzdem. Aber wir sind schneller. Hattest recht, Doug. Einen alten Freund würde ich nicht erschießen. Tja, und das war's mit Doug Shetland. Mission erfolgreich. Schauen wir uns jetzt mal die Wertung an. Ah, genau, die Telefonleitung. Ich glaube, die sind auch ein sehr, sehr großer Ziel. Sehr großes Ziel. Und es sind 68. Halleluja, das ist ja noch richtig gut. Das ist hammergut für Badehaus, finde ich auf jeden Fall. Oh. Wesentlich besser als sonst immer. Wie gesagt, ich hatte es erstmal 32%. Das ist die vorletzte Mission. Halleluja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, gut. Dann. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde eventuell, weil ich ja hier schon nicht diese Vorschau mit aufnehmen konnte, versuchen, das jetzt anders zu machen, damit ich wenigstens die nächste mit aufnehmen kann.
Aber gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum